Buongiorno Italien! Schön, dass ihr jetzt hier seid in meinem Fanstyle-Channel BANNI SPORT. Ich habe ein Fan-Make-Up-Tutorial gemacht, nur für euch, für Italien, wenn Italien ein Nationalspiel hat. Ja, das könnt ihr jetzt hier sehen, wie das geht, was ihr so dafür braucht und dass es einfach mal richtig cool ist, sich auffällig zu schminken als natürlich italienischer Fan oder als reiner Italiener, wenn sie denn spielen. Wie das funktioniert, das guckt euch einfach jetzt an. Viel Spaß! Ihr braucht jetzt für das Italien-Nationalspiel-Fan-Make-Up-Tutorial Hautkleber, Glitzersteinchen in grün, drei Pinselchen und dann benötigt ihr noch einmal so einen Lidschattenpinsel, eine Wimperntusche, ein Kajal, so eine Lidschattenpalette. Ja, wenn ihr sowas habt, wäre toll. Ihr braucht weiß und grün. Und einen weicheren Pinsel. Ach so, für die Lippen, ja, die sollen rot, da habe ich dann so einen roten Konturenstift. Also diesen kompletten Bereich mit Weiß zu bemalen. Ja, jetzt habe ich einen weißen Lidschattenuntergrund und jetzt nehme ich den weicheren Pinsel und trage damit den grünen Lidschatten auf. Und dann schön den Übergang weich nach außen arbeiten. Ja, wenn das schon mal gemacht ist, direkt den Kajal nehmen. So, den Lidstrich habe ich jetzt mit Kajal gezogen, gar nicht mit einem Eyeliner, weil ich das schön finde, wenn er so ein bisschen weicher ist. Und ich finde, mit Kajal sieht das immer so ein bisschen weicher aus. Jetzt kommen die italienischen Farben für die italienische Fahne. Auf jeden Fall mit Grün beginne ich jetzt. Jetzt kommt so auch mit mein Lieblingsteil. Ich liebe es, Glitzersteine aufzukleben. Ich finde es total toll. Ich nehme jetzt mit der Pinzette, wie auch immer, einen grünen Stein und tauche den Stein auf den Klebehaufen. Kajal nochmal nehmen. Hier so, der obere Lidwinkel. Und ein bisschen unter dem Wimpernkranz. So geben wir dem Auge nochmal Kontur. Jetzt ist es auch so weit, dass man die Wimperntusche nehmen kann. Jetzt gibt es noch ein schönes, dickes italienisches Herz. Ich mal das Herz mit Kajal vor, sozusagen als Bleistiftersatz, und dann male ich das italienisch aus. Das Herz für Italien ist fertig. Die Lippen umrande ich jetzt mit einem roten Konturenstift und mache ich dann rot. Haare. Auch da gibt es noch mal ein Special. Ich muss die mal kurz öffnen.
Ja, ich habe hier einmal so ein Netz. Das ist für den Kopf. Wow. Guckt mal jetzt zu hier. Bisschen kämmen vielleicht. Lustig. Jetzt den Pony irgendwie sortieren. Den nehme ich immer gerne so ein bisschen aus dem Gesicht. So ist schick. Ja, mit Haarspray fixe ich sehr gerne Perückenpony. Italia! Una bella Italia. Hast du schon gesehen, dass ich die Nägel rot lackiert habe? Natürlich auch passend. Ein weißer Schal. Ja, da fehlte noch Weiß in dem Ganzen, damit es dann auch Italien ist. Eine Sonnenbrille aufsetzen. Und fertig ist das Outfit. Woo! Bam! Ihr seid bereit und fertig genau jetzt in diesem Moment, um zu einem Nationalspiel für Italien zu gehen. Wenn ihr mitgeschminkt habt. Ja, das war's jetzt. So könntet ihr dann jetzt aussehen. Ich hoffe, ihr seht so aus. Wenn ihr so aussieht, schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, wie es angekommen ist. Und wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann liken. Und wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann auch teilen. Macht's gut, eure Banni.